Und weiter geht es mit einer besonders knusprigen Folge For the King 2. Ja, ich muss nochmal neu starten. Ich bin nochmal in den Spielstand reingegangen und alle waren immer noch tot. Das heißt, ich werde ja so riesen Gegner erstmal meiden. Ich habe jetzt mal eine Quest ausgewählt. Hier gibt es anscheinend ein Schwert und dann machen wir alles schnell, dass wir relativ schnell zur Taverne kommen. Das war leider ein bisschen blöd, aber da kommen wir leider nicht drum rum. Ich habe meine Erfahrung gemacht, obwohl wir auch leicht gespielt haben, ja. Verstehe ich nicht, warum die Gegner so extrem stark waren. Super, der hat natürlich mein Ultra-Würfelglück. Natürlich nicht. Was ist denn das hier? Ein Schwert. Warte mal. Stell deine Fähigkeiten auf die Probe. Ne? Sowas lassen wir erstmal. Wir haben hier noch gar kein Level, gar nichts. Ach, guck mal, der kann sogar bis hierhin sogar. Dann holen wir uns halt easy so ein Schwert, ne? Einfach um nicht. So. Dann her damit. Ich meine, er ist derjenige. Hallo? Oh. Nett. Er ist derjenige, der die Mission macht. Perfekt. Nehmen. Jetzt die Frage. Gebe ich das meinem Tank oder nimmt er das sogar? Ich meine, er kämpft relativ schnell, ne? Er hat, was hat er denn für eine Waffe? Warte, wir nehmen es erstmal. Oh. Ja, warum nicht? Scheint ein ganz netter Bonus zu sein. Dann gehen wir direkt hier unten lang. Da kann ziemlich viel laufen, ne? Warte mal, die werden direkt in der Area. Dann würde ich sagen, kämpfen wir mal eben gegen die Schlange. Na, guck mal. Schau mal einer an. Hä? So. Schleichen habe ich gemacht. Ich wollte Hinterhalt. Ich wollte eigentlich den hier machen. Gut, egal, wir machen Kampf. Ich weiß nicht, was Schleichen gebracht hat. Muss ich mir mal gleich durchlesen. Also. Das fängt ja direkt mal gut an. Der haut direkt komplett daneben. Durchbohren. Dann machen wir erstmal den hier. Ich habe auch übrigens jetzt, wie ihr seht, einen Bogenschützen, weil ich denke, das ist besser als dieser. Ja, das war kein richtiger Heiler auch, ne? Keine Ahnung. Komm, wir machen mal den hier. Ja, natürlich blocken die. Na klar. Ja, dann dreschen wir den lieber, dass der schon mal tot ist. Ja. So. Alles klar. Ein Schuss. Wir machen mal trotzdem auf den. Ach cool, das ist direkt weg. Ich dachte, vielleicht mit Magier mache ich ein bisschen den Flächenschaden, aber gut. Diesmal schafft er es. Natürlich. Gut. Das ist auf jeden Fall ein einfacher Kampf. So. Ich muss doch kurz nämlich gleich schauen, was für eine Waffe der überhaupt hat. Wie machen wir teilen? Oh, der hat schon 10 Gold. Aber wir machen mal teilen auf den Schmied. Oh, was ist denn das hier? Ausweichen Geschwindigkeit. Oh. Der hat hier ein Herz. Achso, der hat hier diesen Buff drauf, ne? Bleibt der eigentlich ewig? Ausweichen Geschwindigkeit. Dann geben wir das vielleicht ihm. Mit dem Schwert. Und dann ist er ultra gut, ne? Dann ist er viel schneller. Weicht immer aus und so. Oh, ja. Na gut. Läuft, würde ich mal sagen. Sieht doch gar nicht schlecht aus. Der braucht halt noch eine Brust. Da macht er halt den Blitzer. Und dann geben wir ihnen auch das Schwert.
Ah, da ist ein Bizeps drauf. Hier sind zwei einzelne. Nee, vielleicht doch. Warte mal. Nein. Wir beenden erstmal die Runde. Wir gucken, ob wir den halt holen. Aber der schafft sogar hier hinzukommen. Ach so, hier sind vier Symbole. 4 bis 9. Aha. 4 bis 9 und deins 3 bis 6. War das ein Bizeps drauf? Ist das egal? Ist das egal, wer das bekommt? Geben es einfach ihm, weil er ein bisschen schnell ist und so. Wird schon passen, würde ich mal sagen, oder? Ich hoffe es. Warte mal, Stärke 79, der hat den Bizeps. Gut, sind gleich auf, ne? Die sind da eigentlich gleich auf. Oh. Der Hund ist besonders. Sollst du etwas hineinwerfen? Ja, gut. Meine einzigen Goldmünzen, ich mach mal. Hey! Könnte auch vergiftet werden. Du bist einfach nur mein Gold verschwendet. Können ja mit den anderen auch mal gleich schauen. Der hat ja ein bisschen mehr Gold. Wir müssen so oder so hier lang. 6 Goldmünzen. Und jetzt? Ah, Erfolg steigt dann mehr. Sollen wir einfach alles reinhauen? Sagen wir machen das noch einmal und dann versuchen wir unser Glück. Ich mein Glück kenne, schaffen wir das trotzdem nicht, ne? Aber das scheint gut zu sein. So, du. Gibst jetzt erstmal dein Gold. An ihn hier. Sehr gut. Und? Oh. Oh, okay, das ist ganz gut. 3x Max Leben oder ein Fokus extra, Rüstung, Widerstand ausweichen. Ich würde sagen, wir gehen mal auf Leben. Ja, das ist doch ein netter Bonus. So. Okay. So. Und rein da. Dankeschön. Wir sind sogar direkt hier in der Nähe. Ach, die Taverne ist diesmal da? Alles relativ nah dran. Wir haben ein Questbrett. Oh. Oh, oh. Kopfgeld. Wo ich jeweils einen töten muss. Gold ist ja relativ uninteressant. Gruppenwiderstand. Nee, wir machen den hier. Hey. Den hatten wir geschafft gehabt, ne? Sollten wir doch hinbekommen, oder? Slime. Ist noch nicht möglich, dann würde ich sagen, machen wir uns hier schon mal auf den Weg. Ich denke, so einen Slime sollten wir doch besiegen können. Wäre gelacht, wenn nicht, ne? So. Sehr schön. Der hat auch gut gewürfelt. Sollte sogar auch in der Range sein, oder? Perfekt. Das heißt, nur noch er hier fehlt. Hallo? Mit seinem guten Schwert. Gut, warte mal, ich muss noch kurz hier schauen. Ich habe nichts zum Ausrüsten, ne? Gut, jetzt seinen Lendenschutz. Kann ich mit denen auch den Angriff starten? Nein. Ja, den holen wir uns auf jeden Fall, weil das Schwert
Sah schon nicht schlecht aus, muss ich schon sagen. Komm. Schaffen wir schon irgendwie. Okay, ich würde sagen, die stehen einigermaßen gut zertrümmern. Gehen wir auf die goldene Mitte. Kann ich hier keinen Punkt drauf hauen? Anscheinend nicht. Oh, der war gut. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Ich sehe schon. Ach, der hat gar keinen Punkt frei. Gut, dann kriegen wir einen schon mal ganz gut weg. Warte mal, du kannst aber einen hier reinhauen, oder? Damit es irgendwas safe durchgeht. Sehr schön. Der Krieger kriegt er aber bestimmt nicht. Ah, die sind fies. Die machen gut Schaden. Eieieiei. Okay. Der hat zwar Heilung, aber der macht zu viel Schaden, als dass ich den jetzt irgendwie woanders drauf hetze. Deswegen auf den. Boah, das Schwert ballert. Das Schwert ist schon krass. Gut, einen haben wir schon mal. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall eine Heilung benutzen. Ach so, das ist nur für ihn. Alles klar. Ja, es läuft, es läuft. Komm. Safe ist safe. Sehr schön. Ja, das war klar. Sind die vergiftet? Super. Hält das auch nach dem Kampf noch an? Ich hoffe nicht. Ich hoffe doch nicht. So, komm, du ballerst ihn nochmal weg. Perfekt. Dann haben wir auf jeden Fall ein richtig geiles Schwert noch am Start, ne? Noch für unseren Krieger. Beziehungsweise den Schmied. Das war jetzt klar, dass er wieder angreifen wird. Aber es ist noch alles im grünen Bereich. Boah, das Schwert ist schon gut, ey. Es ist schon ultra gut. Rüstungswiderstand. Kriegt er mal? Fairerweise. Da der so gut reinhaut. Also der muss mir auf jeden Fall am Leben bleiben. Der muss auf jeden Fall auch schöne Ausrüstung kriegen. Und du kannst dir das hier anlegen. Jo. Gut, das heißt, oben hin oder hier unten hin. Ich würde sagen, wir gehen nach unten. Ja, vergiftet. Ich glaube, ich muss mit denen hier einmal rein, ne? Oder wie lange hält die Vergiftung an? Dienste. Ja, ich bin Geld. So ein Zelt, kann das heilen? Ich denke nicht, ne? Nö. Mit den zu wenig Münzen. Was mit dem hier? Mhm. Wie wird Staffel kriegen? Nur eine Z ja, nur zwei. Hier für 7. Wie könnte ich mich heilen lassen, komm. Heilung ist schon wichtig. Kurier das zu leiden. Ich würde sagen, das hier, ne? Gut. Ja, musste ich halt leider ein bisschen Gold opfern. Der Jäger muss mal dem Schmied hier irgendwas abgeben. Braucht er 5.
Ne? So. Gut, dann kann der sich auch heilen. Warte mal, wir haben hier bestimmt noch eine Quest. Ne, keine Quest. Gut. Dann geht's erstmal hier hin. Können wir dann beenden. Ah, läuft doch schon besser, ne? Als die erste Runde. Du kannst ja mal hier hin. Stallbursche. Ja, der hat diesen geilen Effekt halt drauf, ne? So. Das braucht er definitiv. Gut. Und weiter geht's. Dann gehen wir erstmal hier unten rein. Kann man eigentlich auch so speichern oder so? Warte mal, das will ich mir mal kurz anschauen. Aber von Speichern sehe ich nichts, ne? Ja, es irgendwie nein. Gut, ich dachte, wir können irgendwie speichern, weil da was war mit von wegen. Man kann Spielstand laden. Aber ich sehe hier nichts. Nur auf Bordbahn konnte ich. Ich weiß, ob alle da drauf müssen aufs Feld. Ja, gut. Na, natürlich, 82% und Fehlschlag. Na klar. Natürlich. Also. Dürfen die auch noch zuerst angreifen? Naja, nur er. Das heißt, er greift nochmal als nächstes an, deswegen wirst du mal weggehauen. Bam. Das Schwert ist geil. Da habe ich direkt ein richtig geiles Schwert von der Quest bekommen, ey. Da habe ich da doch ein bisschen Glück. Ist auch nicht, du vergiftest einen oder so. Okay, kein negativer Effekt. Das ist schon mal ganz gut. Sehr gut. Teilen wir das einfach mal erstmal wieder brüderlich auf. Aha. Nimm du das mal. Der ist irgendwie im Moment mein wichtigster, der Stallbursche. Hätte ich jetzt nicht so gedacht, ehrlich gesagt. Aber gut. Gut, gut, gut. Der ist zu meinem besten Kämpfer geworden. Brennen. Oh. Nett. Ja, sollen wir den lieber aus dem Weg gehen? Ich weiß nicht, ob der jetzt ultra stark ist. Wir müssen ja noch zur Taverne. Ach, die ist ja direkt hier. Luxus pur. Das ist Luxus pur, Leute. Aber die kommen bestimmt auch auf uns zu, ne? Kann das sein? Ah, den setzen wir schon mal hier hin. Super. So. Gut, gut, gut. 4, ja gut. 8 mal 5 kann der hier hin. Und du. Ja gut, immerhin kann zum Krieger. Das passt auch schon mal. Es könnte schlechter laufen. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Ja, wir sind ja fast da. So, Kampf gegen Jeremy. Das hatten wir in der Demo gehabt. Den sollten wir jetzt easy wegkriegen, oder? Hey du, dein Gesicht sieht aus wie der Hintern von einem Beast-Menschen. Bestien-Menschen. Ha, der war gut, stimmt's, Jungs? Ja. Gut, die Jungs werden, glaube ich, nicht lange überleben. Ja, da guckt ihr direkt mal zu, wie der umkippt, ne? Da geht er direkt auf den Stallbursch und betäubt den natürlich. Das war ja irgendwo wieder klar, ne? So, rauf auf den beschwipsten Piraten. Und du machst mal Explosion. Da können wir den Safe haben. Ui,
Der Magier kann ja doch was. Der kann ja doch ein bisschen was. Feuerstreich, 79%, 74%. Bei Erfolg bluten, bei Erfolg Feuer. Aha, aha, aha. Wie wär's denn? Kriegen wir den weg? Hui. Noch ein cooles Schwert. Ey, ist das noch mein Stallburschen in Ruhe? Ah, kann ich ihn nicht benutzen. Na, Jeremy, das gefällt dir nicht, wa? Das gefällt dir nicht. Durchbohren. Komm, ich versuch's mal. Ah. Lief ja nicht so gut. Alter, der Magier hat's doch langsam drauf. Langsam hat er den Dreh raus. Komm, machen wir den weg. Easy. Easy peasy. Ah, schade. Hey. So, jetzt bist du Geschichte, mein Freund. Bam. Na gut. Und hält dann noch eine Runde aus. Ist ein Block, perfekt. Die Runde lief doch mega, Leute. Und Level up. Alle. Und 100 Gold. Das kann man nur einer nehmen. Die beiden sind schon... Machen wir mal den Chef hier. Ein Hocker zum Kämpfen, was? Ja gut, der ist Fernkampf, die beiden, ne? Aber das macht jetzt nicht so Sinn, den könnten wir verkaufen. Ui. Noch ein Hocker, ja gut, dann kannst du einen nehmen zum Verkaufen. Haben wir halt jeder einen Hocker. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, ein Jäger mit einem Hocker. Ich denke nicht. Wir brauchen einen Bogen, irgendwie einen geilen Bogen. Nochmal Erfahrung, geil. Jetzt sollen wir dorthin. Gut, 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 gut. Es läuft. Kommen die jetzt? Oh ne, die bleiben stehen. Wie könnten die vielleicht angreifen? Die kommen ja so eigentlich ganz gut durch, ne? Vielleicht machen wir die Schlange. Ah, ist ein Zeichen mit dem Fragezeichen. Heißt das, die ist besonders stark? Ich weiß ja nicht, die sind Level 1. Ja, das kann ich erkennen. Das Level 0, die wäre sehr easy. Na, da oben der, ne? Guck mal, das ist auch Felskohlen 0, aber dieses Zeichen daneben. Ich glaube, das bedeutet, dass sie relativ stark sind. Glaube ich. Vielleicht irre ich mich auch nur. Steinkreis. Ach, das war dieser wunderschöne Zauber, glaube ich, ne, den wir bekommen haben. Ja, die Runde läuft doch schon viel geiler. Hallo? Neue Gegner, alles klar. Märkte, Gilden und Quests wurden aufgefrischt. Das heißt, wir gehen mal hier rein. Cool, super. Ich dachte, es wurde aufgefrischt. Na gut. Einen können wir verkaufen, würde ich sagen. Alte Holzschwert. Braucht keiner. Den Hocker verkaufen wir. Ja, die muss ich noch anlegen. Gut, das habe ich vergessen. Jetzt die Frage aller Fragen. Das gibt uns 24. Das... Erfahrung. Warte mal, wir gucken uns erstmal vielleicht ein bisschen Rüstung an. Oh. Zwei Rüstung, eins, vier Ausweichen aber. Immun gegen Hinterhalt. Was ist denn noch? Aha. Brust ist halt sehr teuer. Der Helm, der ist schon gut, ne? Aber der auch. Der ist auch nicht mal schlecht. Der hat Stats 4, der hat sogar 6.
Ich würde den eigentlich kaufen für meinen Krieger, aber... Kaufen und anlegen. Jägerhut, warum sehen wir den nicht? Aber den hat er an. Und für den Helm bräuchte man halt... Gut, wenn wir das verkaufen würden. Nutzen. Komm, wir riskieren's. So, dann bringe ich Ihnen ein Geschenk mit. So. Wir müssen hier hin und hier wäre eine Kiste. So, bewegen wir uns schon mal so ein bisschen in die Richtung. Ich glaube, das ist ganz gut. Ach, jetzt hat er ihn an. Jetzt hat er ihn an. Gut, du legst auch mal dein an. Oh, sieht schon gut aus, sieht schon gut aus. Soll ich die öffnen? Ist schon wieder so einer, ne? Eisgolem. Ne, 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 ne. Kampf. Ich weiß nicht. Ich mach's als Zug beenden, weil ich glaube, die sind ein bisschen zu weit weg, ne? Weil wenn es zum Kampf kommt... ich mein Glück kenne. So. Ich habe den Fokuspunkt verbraucht, aber gut, okay, wir können mit dem rein. Dann versuchen wir mal. Oh! Ich habe echt Glück. Aha. Eine Druidenmaske, Leben, Ausweichen, Crit. Alter! Ich krieg ja voll den Kram. Soll der die kriegen? Ausweichen? Widerstand, Crit, Leben. Das ist ehrlich gesagt für den Magier, aber... ja. Die Robe geben wir den Magier. Oh, oh wow. Alter. Das hört ja gar nicht mehr auf. Schmied. Nice. Schild ist auf jeden Fall besser, ne? Oh ja. Ja, eine Rüstung, aber hier haben wir 7 Ausweichen. Aber unser sieht irgendwie geiler aus, ne? Aber gut, ist besser. Oder warte mal, kann der auch ein Schild tragen? Wo ist sein Schwert? Hä? Wo ist sein Schwert? Was hat nicht einfach aus seinem Schwert verkauft? Oh nein. Oh, das war so gut. Wo ist das? Schmiedehammer? Hocker. Dann hat der wenigstens einen Hocker. Nee, wo ist mein Schwert? Jetzt mal ernsthaft. So, du hast diese Maske an. Jetzt irgendwie. Habe ich das außerdem verkauft? Nein, ich hab doch das alte Schwert verkauft, oder nicht? Außer nicht. Das wäre so dämlich. Gib das mal dem Stallburschen. Legen. Ah, okay, nee. Der muss so rumlaufen. Oh, das war so gut. Es war einfach so gut. Was ist das hier oben? Da sollen wir auf jeden Fall auch demnächst hin. Oh, das ist jetzt ärgerlich. Ja, noch rein da. Oh, das ist kaputt gegangen. Kann das auch kaputt gehen? Aha, da ist eine Gang. Wir hätten die so easy verprügeln können, ne? Dann gehe ich erstmal hier. Linksstoß, Rechtsstoß. Auch irgendwie keinen Sinn. Beides nicht. Ah,
Mann, den hätten wir einfach so mit einem Ding jetzt wegbekommen. Explosion. Oder Flächenschaden. Komm. Die blocken alle, na klar. Was denn noch sonst? Oh, das ist mit dem Schwert jetzt so ärgerlich, ne? Naja. Was soll man da machen? Also da macht man nichts. So, komm. Mach mal wieder einen kräftigen Rechtsstoß. Eigentlich wäre der auch direkt weg, aber nein. Dafür haben wir ja wenigstens vernünftige Rüstung, aber das ärgert mich trotzdem. Ich werde mit dem Schwert wahrscheinlich noch ewig hinterher trauern. Ja, komm, macht mal schnell. Das sind nicht so die schweren Gegner. Komm. Sehr schön. Ich hab Schock bekommen, na super. So, komm. Erledige ihn. Schön. 18 Gold. Wir machen wieder die brüderliche Teilung, wie immer. Puppenrüstung. Na du. Goblinhelm. Legen. Warte mal. Drei Ausweichen, ein Widerstand, ein Fokus, Intelligenz, eine Geschwindigkeit. Immun gegen Hinterhalt. Ja, natürlich nicht. Vielleicht verkaufen wir den. Dann level ich lieber meinen Krieger. Weil der ist jetzt am stärksten, würde ich jetzt sagen. Ach, hier geht's noch weiter. Na gut. Ich würde sagen, das war's dann auch mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, bewerten und kommentieren nicht vergessen. Sonst würde ich sagen, bis zur nächsten Folge wieder. Ciao.